Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bericht über die Geleitflugzeugträger Bogu hier im Bild und der Guadalcanal hier im Bild. Es sind Modelle im Maßstab von 1 zu 700, die ich vor langer Zeit einmal gebaut habe. Es gab verschiedene Unterklassen, auf die ich aber nicht näher eingehen werde. Die USA bauten über 100 Stück davon, die vielfältig eingesetzt wurden. Sie waren im Schnitt 150 Meter lang und 30 Meter breit, liefen 20 Knoten und konnten 20 Flugzeuge mitnehmen. Die Besatzung bestand aus ungefähr 800 Mann. Das bedeutet, dass 40 Mann erforderlich waren, um ein Flugzeug starten zu können. Die Bogu wurde im Jahr Januar 1942 in Dienst gestellt und gilt als der erfolgreichste U-Boot-Jäger während des Zweiten Weltkrieges. Insgesamt 11 deutsche und 2 japanische U-Boote wurden durch Flugzeuge der Bogu und deren Begleitschiffe versenkt. Die Bogu überstand den Krieg und wurde 1960 in Japan verschrottet. Die Guadalcanal hat Geschichte geschrieben. Das Modell ist kein Bausatz. Ich habe es komplett aufgrund der Abmessungen und Fotos selbst gebaut. Das Schiff wurde im September 1943 in Astoria, Oregon, in Dienst gestellt. Als ich das Modell in den 80er Jahren gebaut habe, hatte ich mir nicht vorstellen können, dass ich einmal selbst in dieser so weit wegliegenden Stadt an der Mündung des Columbia Rivers herumlaufen würde. Sie wurde im Atlantik zur U-Boot-Jagd eingesetzt. Der Kapitän Galley hatte es sich zum Ziel gesetzt, ein deutsches U-Boot zu erbeuten und bildete dafür eine auserwählte Gruppe von Männern aus. Erste Erfolge hatte der Träger im April 1944 mit der Versenkung von U-515, das bis dahin 23 Schiffe versenkt hatte, und der U-68, das bis dahin 33 Schiffe versenkt hatte. Der U-68 sind wir im Film über den Hilfskreuzer Atlantis schon einmal begegnet. Die U-68 hatte im November 1941 die Männer der Atlantis nach Hause gebracht, nachdem sie von einem englischen Kreuzer versenkt worden war. Das Boot wurde jetzt von Oberleutnant zur See Lautsemis geführt. Das Boot wurde von Flugzeugen der Guadalcanal angegriffen und verteidigte sich mit eigenen Flugabwehrgeschützen. Während einer Kampfpause tauchte das Boot blitzschnell und ließ den Matrosen Hans Kastrup im Flakgeschütz zurück. Er fand sich im Wasser schwimmend, während die beiden Flugzeuge zurückkehrten und dem tauchenden U-Boot Bomben nachwarfen. U-68 tauchte nie wieder auf, während Kastrup 2 Stunden später von amerikanischen Zerstörern aufgefischt wurde und den Krieg überlebte. Am 4. Juni 1944 war es dann soweit. Die Guadalcanal traf auf U-505, das so stark beschädigt wurde, dass es auftauchen musste. Es gelang der speziell ausgebildeten Mannschaft, das Boot über Wasser zu halten und nach Bermuda zu bringen, wo es von Experten der US Navy untersucht wurde. Das Boot wurde anschließend in die USA gebracht und ist seit 1954 in Chicago als technisches Museum zu sehen. Im Jahr 2005 wurde es aufwendig erneuert und in einer großen speziellen Halle untergebracht. Heute ist es ein vielbesuchtes Museum und gilt als National
Historic Landmark. Damit kommen wir zum Ende dieses kleinen Filmes. Ich bedanke mich für euer Interesse und sage Tschüss und auf Wiedersehen.